Steht Marco Reus jetzt kurz vor einem Karriereende? Und ist der FC Bayern jetzt endlich mit Ronald Araújo einig geworden? Das und vieles, vieles mehr jetzt nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video mit einer Meldung aus Spanien. In dieser Spielzeit gehörte Bruno Fernandes wieder einmal zu den wenigen Lichtblicken bei Manchester United. Die Zukunft des Offensivmittelfeldspielers scheint aber unklar. Eigentlich bekräftigte Bruno Fernandes erst jüngst, dass er keinerlei Absichten hegt, Manchester United im Sommer zu verlassen. Das Arbeitspapier des Portugiesen besitzt inklusive einjähriger Verlängerungsoption ohnehin noch bis 2026 an Gültigkeit. Spanische Medien wollen es jedoch besser wissen, demzufolge ist ein Verbleib im Old Trafford nicht gleich im Stein gemeißelt. Ganz im Gegenteil, die katalanische Zeitung El Nacional berichtet, dass für Fernandes ein Wechsel durchaus in Frage kommt. Der technisch versicherte Rechtsfuß sei mit der Entwicklung in Manchester nicht zufrieden. Schließlich haben die Red Devils auch in der Saison nicht mit dem Kampf um die Meisterschaft zu tun. Selbst die Qualifikation für die Champions League steht als Tabellensechster auf der Kippe. In der Folge soll sich Fernandes schon sogar nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Laut El Nacional hat sich Jorge Mendes, der Berater des 29-jährigen Zehners beim FC Barcelona, über eine zukünftige Zusammenarbeit erkundigt. Dem Spielervertreter werden gute Beziehungen zu dem Blaugrana nachgesagt. Ob Fernandes seine Meinung aber tatsächlich so schnell geändert hat, wird sich in den kommenden Monaten erst herausstellen. Wir bleiben direkt beim FC Barcelona und gehen weiter zu der nächsten spannenden Meldung. Barça befindet sich jetzt in einer viel besseren Lage. Joan Laporta spricht über die Gerüchte um einen Wechsel von Ronald Araújo zum FC Bayern. Die Gerüchte um einen Wechsel von Ronald Araújo nach München halten an. Nun hat sich Barças Präsident geäußert. Ronald Araújo soll beim FC Bayern München hoch im Kurs stehen. Noch der 25-jährige Innenverteidiger aber bis 2026 beim FC Barcelona unter Vertrag. Laut dem Vereinspräsidenten Laporta soll sich das nicht ändern. Der Sportzeitung Mundo Deportivo gab Laporta ein klares Ja als Antwort auf die Frage, ob der Uruguayer seiner Meinung nach auch in der kommenden Saison für die Blaugrana auflaufen wird. Dass Bayern an einer Verpflichtung des Innenverteidigers Interesse und bereits 2 Angebote abgegeben haben soll, scheint er gelassen zu sehen. Nun, Bayern ist Bayern. Wir hoffen natürlich auf verschiedene Meinungen über Barça, aber die Wahrheit ist, Barça befindet sich in einer viel besseren Lage als früher, sagte der Clubboss. Das Ziel sei es, sich wirtschaftlich zu erholen, und wenn die laufenden Maßnahmen Früchte tragen, werden wir bald positive Nachrichten haben. Dies wird zu einem gesunden Verein mit einem glänzenden Gegenwart und einer nachhaltigen wirtschaftlichen Zukunft führen, so der 61-Jährige. Araújo selbst macht im Gespräch mit dem uruguayischen Radiosender Sport 890 zuletzt deutlich, dass er derzeit glücklich im Verein ist. Was aber in der Zukunft geschieht, ließ er offen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Sky-Berichten zufolge haben die Bayern keine XXL-Investition für die Innenverteidigung geplant. Auf der Wunschliste steht der 192-Meter-Mann, auch wenn Barcelona aller Voraussicht nach um seinen Verbleib kämpfen werde. Der 25-Jährige kam im Sommer 2018 für 4,7 Millionen Euro zum FC Barcelona und bestritt bislang 144 Pflichtspiele für Barça. Wir machen weiter mit einer Meldung vom FC Bayern. Beim FC Bayern drängen 4 Innenverteidiger auf eine Startelf-Garantie. Alle 4 etatmäßigen Abwehrkanten möchten sich in München durchsetzen. Bis zum Sommer könnte sich das aber noch ändern. 76 Millionen Euro hatte der FC Bayern im Sommer 2022 an Juventus Turin überwiesen, um den Niederländer an Bord zu holen. Seitdem zeigte der drittteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte durchweg solide Leistungen, nachdem das einstige Wunderkind aus dem Jugendabteilung von Ajax Amsterdam beim Topspiel gegen den FC Bayer Leverkusen im Champions League-Hinspiel gegen Lazio Rom zunächst nur auf der Bank saß, ist er nun wieder gesetzt. Für De Ligt ist ein Abschied kein Thema. Ich lasse mich auch nie von Gerüchten täuschen. Bleibe bei mir und weiß, wie die Wirklichkeit aussieht, ließ der verletzungsanfällige Abwehrmann jüngst wissen. Die Bayern würden ihn Schützling aber dem Vernehmen nach bei einem passenden Angebot ziehen lassen. Derweil sieht es aber anders bei einem Franzosen aus. Der Franzose hat an der Sendestraße diese Tage keinen leichten Stand. Anfang der Saison noch ein Dauerbrenner unter Thomas Tuchel, setzte sich Upamecano in den vergangenen Wochen quasi selbst auf die Bank. Patzer in den wichtigen Partien zwangen den DFB-Coach zu seiner Maßnahme. Rund 42,4 Millionen Euro waren 2021 für Upamecano fällig. Dass er 17-facher Nationalspieler fehleranfällig ist, stellt er seither unter Beweis. Ein Wechsel schließt er kategorisch aus. Will er ausgerechnet beim heutigen Länderspiel gegen Deutschland den Turnaround schaffen? Doch die Stimmen werden lauter, dass Upamecano nicht die nötigen Qualitäten für den FC Bayern mitbringt. Und bei Minjae Kim? Im zurückliegenden Sommer buhlten zahlreiche Topclubs um die Dienste des besten Innenverteidigers der Serie A. Am Ende setzte sich der deutsche Rekordmeister durch. Bis zur Abstellung beim Asian Cup war Kim einer der Säulen beim deutschen Meister. Danach verlor er sein Standing. Eine ungewohnte Situation räumte Kim zuletzt ein. Die Bayern deswegen nach nur einem Jahr schon wieder zu verlassen, ist aber keine Option. Dennoch, mit Inter Mailand hat ein Club bereits angeklopft. Lässt sich der Rechtsfuß vielleicht noch für die Italienrückkehr begeistern?
Von Tottenham Hotspur als Ergänzungsspieler gekommen, verdiente sich Dier zuletzt einen Platz in der Anfangsformation. Und das, obwohl der amtierende Meister reichlich Kritik für den Wintertransfer einstecken musste. Mit mittelfristig hatte der Engländer sicherlich die schlechtesten Aussichten auf einen Stammplatz. Dennoch ist sich Dier seiner Rolle im Team bewusst und gibt Tuchel aktuell keinen Grund, ihn für aus der Anfangself zu verbannen. Ohnehin griff bereits ihm die Leihdeal verankerte Kaufpflicht über kolopierte 4 Millionen Euro. Beim FC Bayern hängen zahlreiche Personalentscheidungen mit dem neuen Cheftrainer zusammen. Wenn geklärt ist, wer im Sommer das Zepter von Tuchel übernimmt, werden die Karten neu gemischt. Perspektivisch nur auf der Bank zu schmoren, kommt wohl für keinen der vier Abwehrspezialisten in Frage. Ronald Araújo, der in der Sennerstraße seit Wochen als Wunschneuzugang gehandelt wird, dürfte die Situation nur noch mehr verschärfen. Vor wenigen Tagen berichtete die Bild, dass der Innenverteidiger Mats Hummels mit seinem Karriereende im kommenden Sommer liebäugle. Das sei für den 35-Jährigen derzeit die wahrscheinlichste Option, hieß es. Womöglich würde Rudi erneut nicht alleine sein. Auch bei Marco Reus, seinem langjährigen Teamkollegen bei Borussia Dortmund, stehen die Zeichen offenbar auf Abschied. Die Ruhr-Nachrichten schreiben, dass einiges zwischendrauf hindeutet, dass es die letzte Saison des Offensivspielers wird. Wenngleich der Profi am liebsten noch einmal um ein Jahr verlängern würde, seien die Verantwortlichen des FC Bayern wohl zu der Überlegung gelangt, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht in Frage kommt. Ein Reus-Transfer innerhalb der Bundesliga gilt als ausgeschlossen und in einem anderen Land scheint dies ebenfalls unrealistisch. Würde bedeuten, der 34-jährige Reus, der 417 Mal für die Schwarz-Gelben auflief und damit so häufig wie nur vier andere Profis, steuert aufs Karriereende zu. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte Mitte März in einem DAZN-Interview zu den Personalien Hummels und Reus, es war und sind prägende Spieler. Wenn du auf das Karriereende zugehst, läuft das nicht mehr so linear ab. Deine Spieleinsätze werden nicht mehr. Man sieht das den beiden. Sie sind nicht mehr bei jedem Spiel dabei. Irgendwann wird es soweit sein, dass wir zwei, die viel für Borussia Dortmund geleistet haben, verlieren. Aber das fängt man dann auf. Das hat man schon immer gegeben. Mit Hummels, so die Ruhrnachrichten, ist Dortmund indes bereit zu verlängern. Im BVB-Forum von TM schrieb der BVB-Anhänger Alison09 Anfang März, ich bin auch der Meinung, dass man sich trennen sollte, denn dann sollte man ihnen die Augen führen, dass Reus in einem Alter ist, in dem es jedes weitere Jahr auf Qualitätsverlust bedeutet. In der laufenden Saison stand 48er Nationalspieler wettbewerbsübergreifend über 30 Mal über 1882 Minuten auf dem Platz. Dabei lieferte der Routinier jeweils seine 7 Treffer und Vorlagen. Und jetzt zum Schluss nochmal eine Meldung vom FC Bayern. Bei den Bayern zeichnet sich ein Abgang im Sommer ab. Der FC Barcelona soll großes Interesse an einem Münchner Stürmer haben. Für Erik-Maxim Choupo-Moting stehen die Zeichen auf Abschied. Der Vertrag des 34-jährigen Stürmers läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt derzeit als ausgeschlossen. Um eine anspruchsvolle Aufgabe im Anschluss muss sich der FC Bayern-Reservist aber wohl keine Sorgen machen. Denn wie der türkische Transferinsider Ekrem Kronur berichtet, soll der FC Barcelona großes Interesse an einer Verpflichtung von Choupo-Moting haben. Demnach soll Barca bereits ein einjähriges Angebot mit Option auf eine weitere Saison vorbereiten. Bei den Katalanen droht dem Münchner Joker allerdings wieder nur die Reservistenrolle. Hinter Robert Lewandowski. Dies könnte eine andere Option in den Vordergrund rücken. Auch Saudi-Arabien soll ein weiteres Thema sein. Das Interesse aus den saudischen Pro League soll nach einem guten ersten Vorstoß im Winter wohl immer noch glühen. Die Tatsache, dass Choupo-Moting im kommenden Sommer ablösefrei zu haben ist, macht ihn vielerorts zu einem attraktiven Transferziel. Neben Barca und Saudi-Arabien soll es auch Interesse aus England und der US-amerikanischen MLS geben. Die Optionen für Choupo-Moting dürften also vielfältig sein und den Abschied aus München etwas leichter machen. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Könnt ihr euch theoretisch einen Wechsel von Bruno Fernandes zum FC Barcelona vorstellen? Oder findet ihr, dass es purer Bluff ist und FC Barcelona sich so ein Deal gar nicht finanzieren kann? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr so dazu sagt. Und was sagt ihr noch zu der möglichen Karriereende von Marco Reus? Findet ihr, Marco Reus sollte seine Karriere beenden oder doch noch eine Saison im Profifußball verbringen? Schreibt es auch gerne wieder in die Kommentare. Jetzt abonniert noch diesen Kanal hier, um keine weiteren Infos rund um Fußball-News etc. nicht mehr zu verpassen. Like jetzt noch dieses Video, falls es dir gefallen hat und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Infos nicht mehr zu verpassen. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Die sind echt sehr, sehr spannend geworden, würde ich jedem von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.